sind hier jetzt immer auch von unserem ersten Auftritt hier. Das ist da Stuttgart, offiziell aus dem zentralen Club, aber Stuttgart haben wir sagen, alle Erfurter. Alle echt. Aber für 16 bis 24 Mal gespielt am Abend. Kaum jetzt vor, wie die Bühne sind. War eine schöne Zeit, ja. Schön und. Widersprüchlich. Er hat mich noch mal Dückenhaus weiter oder uns alle. Hat aber uns zusammengenommen und hat gesagt, was willst du denn eigentlich noch mit der Arbeit an der Klasse? Letztendlich waren wir zwar Lehrlinge, aber irgendwo waren wir dann auch schon Arbeiter. Wir haben jetzt keinen Nutz. Uns hat er eigentlich was genützt. Letzten Endes. Rock'n'Roll auch ein Grundnahrungsmittel, die Musik überhaupt. Ja. Die Brot und Kartoffeln. Es war praktisch ungewohnt, dass jetzt die Jugend sowas so hatte, was sie so erfasst. Das war, glaube ich, ungewohnt für manche Leute. Weißt du? Mhm. Ich meine, es war beim Rock'n'Roll auch schon mal und da ging es ja auch manchmal, sagen wir, in halb Kriminelles schon rein, dass sie mit Motorrädern zu sehr randaliert haben oder was. Weißt du, Rock'n'Roll-Zeit war ja noch ein bisschen eher und da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr gelaufen, also mit Schlägereien, weil sie sowieso nicht. Können, was jetzt heute wieder mit diesen Skinheads und so wieder läuft, weißt du? Und da würde es ja direkt zu dieser Subkultur dazugehören, zu diesen Haupt-Hitus und dann ganzen, was wie sie sich aufführen. Und das war ja nie meine Welt. Aber da war es eben schon, dass es überhaupt so, die mussten auch fassen, dass alle angefangen haben, sich die Haare wachsen zu lassen. Das war ja für manche Leute ein Schock, wenn man scheinbar die nur kurze Haare gewohnt waren. Sogenanntes Blechwüchsenviertel ist das, ja. Da haben wir mal die Kinder damit Fußball gespielt, damit wir spielen. Könnte sein. Hier wird es richtig urig. Paar Ziegen sogar, da wurden sie Gäumer. Ich habe immer Lied gemacht, mein Freund, das Gäumer. Letztendlich habe ich das früher alles schön mit dem Fahrrad als Stift. So. Auch gut, jetzt hier, war alles meine Welt. Schon immer. Deswegen habe ich dann nicht die Probleme, wie manche, oh, ja, die Heimat. Ich habe sie gemacht. Der eine Song, ja, man hat immer das Nest im Kopf und ich habe eben immer das Nest vor Augen, wenn es genau nimmst. Ich war so gern, das war immer so komisch. Alles so, jede Betete ist. Zum Beispiel die Brennnesseln, kann man super machen, und die Salate und so, wird auch gegessen. Ja, dann habe ich so Pfefferminze, solche Sachen habe ich hier zur rechten, jetzt so halb wild immer. Fenchel habe ich hier, da hatte ich im vorigen Jahr sogar den schönen Schmetterling hier, der nur auf dem Fenchel praktisch seine Eier ablegt, in so großer Weise. Goldenschwanz. Erster. Ist das Fenchel hier? Ja, ja. Mhm. So. Das ist alles ein bisschen gemixt hier. Ein paar Erdbeeren und ein paar Blumen und was auch, was am Gaumen, was zum Riechen. Zitronenmelisse.
Es ist manchmal gewechselt, aber es waren immer ziemliche Stürme, jetzt auch im Winter, gell? Du hast wieder, musst immer wieder aufarbeiten. Ein Plusgewächshaus ist das. Das ist neuer Technik. Ja, ein bisschen voll in der Schale gewesen. Ja. Ein bisschen Abgrund, das ist meine Jungs machen. Letztendlich sieht fast alles aus wie auf meinem Plakat, obwohl ich dem das gar nicht so beschrieben habe, der das Plakat gemacht hat. Da gibt es so ein Plakat, da liegt meine Gitarre im Grün. Und er hat fast die ganzen Pflanzen wie auf verschiedenen Beeten, das bei mir ist. Ich habe es auch nicht jetzt wegen dem Plakat wachsen lassen. Also ich wirklich so, schau mal Zeitgeist, wa? Weißt du?